Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Hofnormann, wieder mit dem Michael, dem Flo und dem Toledo. Ein wunderschön. Hallihallo. Hallöchen. Servus. Servus. So. Ich hab jetzt 65% Michael, also sei entspannt, es geht nicht schnell voran, na, sagen wir mal so. Ja, ich bring grad den Arm wieder heim, dann komm ich mit dem nächsten. Alles. Einnahmenernte 20.000, das waren die Schnitzelchen. Ja, über das Einhänger war das. Ja, geil. Also 40.000 haben wir jetzt bekommen. Ich frag nur für einen guten Freund, der arbeitet als Bankangestellter. Wollen wir direkt 50.000 wieder tilgen? Ach, halt, hau weg damit. Hau weg, die Scheiße, was will ich mit so viel Geld? Mit Geld kann ich keine Tiere füttern, weg damit. Ja, also. Ich hab einmal zu viel geklickt, Entschuldigung. Jetzt haben wir noch 795.000 Euro Schulden. Ich meine, wir sind immerhin schon mal von der Million runter. Wie? Ja, die Seemaschine mit dem Cerion ist aber nicht gut. Ja, sagen wir mal so, die Wendigkeit des Cerions wird durch die Seemaschine ausgehebelt. Ja. Hast du mal die Seemaschine angeguckt? Halt nicht, ja, aber nicht wenn ich voll einschlage, dann kann ich nur noch mit 2 km/h fahren. Dann mach doch die Allradlenkung aus. Nein. Also am einfachsten geht es tatsächlich, wenn man eine Bahn überspringt mit dem Ding. Dann ist die, ja, Wendigkeit ganz gut. Ich fahre aber gerade das Vorgewende. Ah, da kann man auch eine Bahn überspringen. Nee, gut, das ist dann doof. Jungs, wisst ihr, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben? Nee. Und der Flo rutscht bestimmt schon seit Anbeginn unserer Aufnahme ganz, ganz sehnsüchtig über seinen Stuhl und will mit uns über die neuen Bodentexturen vom LS22 sprechen. Oh, ich hätte jetzt mehr erwartet. Doch, ist ein tolles Geheimnis, Jared. Ne? Man kennt's, ne? Naschen am PC, man mutet sich, um nicht die Aufnahme kaputt zu machen, und dann fängt man an zu reden. Und er ist gemutet. Seit wann mutest du dich, wenn du was am PC isst? Er versucht sich zu bessern. Achso. Da ist der Lars, der da überhaupt nicht hinkriegt. Guck mal. Gibt doch mein Snacker ist leer. Ich bin jetzt bei Schokoladentalern angekommen und die muss ich einzeln auspacken, und es ist halt schon ein bisschen laut, glaube ich. Also Toledo, du bist ja noch nicht ganz so lange dabei. Es gibt so einmal im Jahr gibt so ein Qualifizierungsgespräch, ne? Da wird dann die lange Liste rausgeholt, was lief oder auch nicht so gut lief. Und manche sagen halt einfach, okay, ich versuche mich dann mal zu muten, wenn ich nasche den ganzen Abend. Und manche sagen halt, ja, kannst du so machen, ist mir aber eigentlich völlig egal. Du hast dich mal überlegt, gut, ich nehme auch diese Herausforderung an. Und versuch mich einfach mal zu muten. Ja. Weißt du Bescheid, ne? Aber Schokoladentaler, das wäre jetzt auch was. Wir waren bei Bodentexturen. Wenn wir eine Folge kaputt machen durch Krascheln, gibt es einen sogenannten QAB, das ist ein Qualitätsabweisungsbericht, ja. Ist natürlich immer schlecht, ja, wenn der Uwe dann sagt, nee, die Quali geht nicht, das kann ich so nicht hochladen. Und dann tut ja, das doch. Das Problem ist halt, die Liste bei Flo und bei Lukas ist schon so lang. Mit diesen Berichten, das ist halt mal scheiße. Also ich kenne das immer nur als 8D-Kundenreport. Und das vom Kunde reklamiert wird. Ja, QAB ist vorher. QAB ist, wenn wir die Ausgangsprobe nicht bestehen. Interne. Genau, wenn die interne Ausgangsprobe nicht bestehst, ist es ein Qualitätsabweisungsbericht. Auch unschön, der geht relativ weit hoch. Aber der Uwe wollte doch über Bodentextur sprechen. Ich wollte eigentlich relativ weit runter in den Boden, ja, genau. Wenn du da angekommen bist, versuch mal das Niveau von der NF Masch zu finden. Ja, so tief kann Giants jetzt auch noch nicht arbeiten. Das schafft kein Flug. Du musst eine chinesische Map runterladen und gucken, ob es da rauskommt.
Das ist schon eher richtig. Nee, aber Spaß beiseite. Habt ihr die News gelesen mit dem Mulchen und den Walzen und all und Co.? Ja, du auch. Tatsächlich kenn ich davon. Ich hab's gelesen. Kurz überflogen. Fand's spannend. Also, das Mulchen, okay. Ich glaube, das ist nichts für große Felder. Beim Mulchen freue ich mich drauf, wenn du das so irgendwie zwischen den Trauben und sowas machst. Wenn du den Screenshot siehst mit diesem kleinen, was ist das? Ein 2,5-3 Meter Mulcher. Boah, da will ich jetzt nicht auf der End of March ein Feld anfangen. Aber was ich cool finde für die Felder, dass das Walzen, dass du die kleinen Steine wieder runterdrücken kannst, ist zwar irgendwie nur ein Verschieben des Problems, würde ich das jetzt meine Realität nennen, aber ich finde die Funktion ganz geil. Besonders wenn die Walzen eventuell etwas breiter sind als dieser Steinesammler, weil der ist ja auf den Bildern zumindest auch immer nicht gigantisch. Ja, also so Steine sammeln geht ja in Arbeitsbreiten von, ich sag mal, circa hast du drin, Uwe? 6 bis 16%. 9 Meter. Na, aber hier passen nur noch 1000 Liter rein, dann ist der Ach so. Voll. Ja, okay. 10.000, Entschuldigung. Nee, dann fahr, alles gut, Micha, lass stehen. Sorry, Flo, mach weiter. Also was so ein Steinesammler kann, ist ja in der Regel 6 bis 8 Meter. Was man dazu sagen muss, ein Mulcher braucht relativ viel Energie. Also okay. Der hat einen relativen Kraftbedarf. Im Weinberg ist es normal, dass man zwischen den Reben hat man eigentlich immer so eine Grasreihe und eine Grundreihe. Die Grasreihe wird gemulcht und dann hast du da einfach immer Rasen, den du auch gut befahren kannst für zum Beispiel Spritzmittelmaßnahmen und sowas. Und die Reihe dazwischen ist immer abwechselnd eine Grasreihe Grund. Und in dieser Grundreihe kann man dann so Zwischenfrüchte anbauen oder so Senf oder sowas, das dann über den Sommer ein bisschen Pflanzenwachstum generiert. Dann halt wieder als Kompost quasi im Weinberg dann wieder eingefräst wird. Das bringt so ein bisschen Organik in den Boden und gibt Nährstoffe frei für den Wein. Im Ackerbau das kann man oder das macht man? Das so. Also ist das gängige Praxis? Ich wusste es nicht, deswegen frage ich ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt hier auf dem Balkon stehe, gucke ich direkt in die Weinberge. Das ist so gelebte Praxis tatsächlich. Okay. Und im Ackerbau sieht es ja wieder anders aus. Mulchen. Immer so eine Sache, es gibt Menschen, die sagen, nö, brauchst du nicht. Es gibt Menschen, die finden das total toll. Macht einen Sinn nach Raps. Also Raps wird ja nur das Schotenpaket eingedroschen und nicht der ganze Stängel. Raps wächst ja quasi wie so ein ganz kleiner Baum. Erst in die Höhe und bildet dann oben ein Schotenpaket. Ja. Und im besten Falle drescht man mit dem Mähdrescher nur das Schotenpaket aus und lässt den Stängel so hoch wie möglich stehen. Einfach in dem Stängel ist noch unglaublich viel Pflanzensaft und Flüssigkeit. Und wenn du das mit ins Dreschwerk nehmen würdest, würdest du unglaublich viel Flüssigkeit mit ausquetschen und würdest dann dein Druschergebnis einfach schädigen. Weil dann hast du nasse Rapskörner und du hast halt auch mit nassem Stroh, das lässt sich immer viel schlechter ausdreschen als nur die trockene Schotenmatte oben. Und dann ist das halt normal, dass auf diesem Feld mal so Stoppeln stehen, die dir bis zum Knie gehen oder bis Mitte Oberschenkel teilweise. Aber nur, weil du so klein bist. Ja, also so 80 Zentimeter, so einen Meter hoch ist da normal. Und jetzt ist halt die Frage, in der Direktzeit interessiert es niemanden, da werden einfach Platte fahren durch die Sämaschine und die Bodenorganismen und Lebewesen auf dem Feld holen sich das von alleine. Und im Konventionellen wird es dann doch schon ganz gern nochmal gemulcht. Weil wenn du mit einer Scheibenegge oder mit so einem Grubber durchgehst und hast dann so einen meterlangen Stängel, kannst du dir vorstellen, wie schnell du den Stecker fährst, ja? Dann hast du das Ding ganz schnell mal verstopft. Ja, okay. Und dann mulchen die das nochmal klein, dass das einfach beim Einarbeiten sich leichter einarbeiten lässt. Und im Mais ist es gelebte Praxis, dass es gemulcht wird, einfach weil der Maisstängel relativ dick ist und relativ langsam verrottet. Und dann gibt es den Maiszünsler, der überwintert dort in diesem Stängel, weil das ist ja im Durchmesser auch gut und gerne mal so 3,5-4 cm dick, dieser Maisstängel. Und der friert halt auch nicht bis innen durch. Und das ist eine super
Gelegenheit für Ungeziefer und für Schädlinge da drin zu überwintern. Und da ist gerade diese Maiszünstler ein ganz großes Problem. Deswegen wird er entweder untergepflügt oder die Stoppel wird gemulcht und aufgefasert, dass der sich da einnisten kann. Bei uns wird es untergegrubbert. Unser Landwirt mulcht das auf jeden Fall nicht. Ja, das ist auch regional bedingt, ob du Probleme mit dem Maiszünstler hast oder nicht. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, muss ich gestehen. Also ich weiß es nur, weil vor der alten Wohnung quasi ich eigentlich jeden Tag darauf warte, dass ich endlich die Häckselkolonne sehe und jedes Mal Angst habe, dass ich sie verpasst habe, weil bei uns noch der Mai steht. Und letztes Jahr irgendwie waren die Mitte September schon da und danach hat der erste mich nur untergerubert. Ja, in vielen Regionen reicht es aus, aber in den Problemregionen, wo es halt Probleme mit Maiszünstler gibt, da werden die gemulcht. Aber da kannst du vor so einer 9 Meter Kombination, was eigentlich so am Markt mulchen, auf 8,50 Meter, 9 Meter, ist eigentlich schon groß. Dann hast du. Komm, schon die Schaufel aus, die Leute. Micha, wenn du willst, kannst du weg. Ich brauche Dünger. Es gibt Mulcher mit 8 Meter, 8,50 Meter, 9 Meter. Ja, es sieht aus wie ein Butterfly, es ist eine Butterfly-Kombination. Krass. Also okay. Wie beim Mähwerk, du hast halt nur kein Mähwerk dranhängen, sondern Mulcher. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist aber tatsächlich relativ schwer und dann packst du da auch ohne Probleme mal so 350 PS Xerion und mehr dran. Ja, da dachte ich mir schon, weil du ja eingangs gesagt hast, dass die viel Power brauchen, dachte ich schon direkt, dass das nicht mit dem kleinen Traktor funktioniert. Das ist dann wahrscheinlich so der schöne Lohner-Traktor, der das dann mal kurz macht. Ja, du kriegst sie auch gezogen. Dann hast du hinten dran wie so eine Achse. Und der klappt das runter, dann ist es ein großer, breiter Muncher, der hinter dem Traktor herläuft. Und funktioniert auch ganz gut. Dann gibt es die auch so in 6-7 Metern. Dann ist es halt ein geschlossenes Gerät, was hinterherläuft. Aber ich fand das Gerät im Screenshot ganz cool. Doppelter Anbaubock, kannst du vorne und hinten anbauen. Mit das stimmt. Hydraulischen Verschieberahmen, dann kannst du ihn auch auf eine Seite rausschieben. Um zum Beispiel jetzt unter Büschen und. Wo kommt das hin? Wird gut, Reifeisen. Das klar, krieg ich hin. Dann kannst du damit halt auch super mal so Wegeränder mulchen oder so unter Bäumen raus oder sowas, wenn du den halt seitlich rausschieben kannst. Bin mal gespannt, ob die Funktionen alle animiert sind. Das werden wir sehen, aber was ich auch sehr, sehr spannend fand, wo wir bei Mulchen sind und Wegerennen und sowas, dass du damit auch schön in den Wald starten kannst. Also nicht mit dem vom Screenshot, dafür gibt es wohl extra welche. Aber schön den Mulcher im Wald und sie haben geschrieben, auch Baumstümpfe wegmachen kannst. Das fand ich spannend. Ja, tatsächlich wissen wir auch schon, welches Gerät es dazu wird. Und zwar ist es eine Prinot-Raupe. Prinot ist ist so ein Tirol, also ein Hersteller aus Südtirol. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube, es ist ein Italiener. Und die bauen Spezialraupen. Wir haben einen Factsheet cool kennengelernt mit dem Pistenbully. Ja. Die Prinot-Raupe. Und es gibt ja die Geräteübersicht auf der Giants-Webseite. Wenn du auf Giants gehst, auf Spiele, siehst du ja schon LS22 und unten drunter bei Geräte wird dir langsam jetzt Geräte neu hinzugefügt. Genau, da ist er dabei. Und da ist ein großer Forstmulcher dabei. Ja, sieht so ein bisschen aus wie der Trax, ne? Wie der T-Rex im LS19. Nur halt von Prinot jetzt. Ja, hatte ich mich schon gefragt, ob das Ding sein soll. Ja, genau. War mir aber nicht sicher. Ja, genau. Okay. Ja, spannend. Ich krieg keinen Dünger rein. Weil das Fach zu klein ist, Toledo, oder wie? Nee, weil der Frontlader nicht hoch genug geht. Dann mach dir doch schnell einen Big Pack und lad die danach auf. Jetzt nicht cool, aber. Oder hol dir den Radlader. Der hat den Teleskoparm. Oder das? Du hast ja die Schaufel vom Radlader dran. Ja. Die Begeisterung hält sich Grenzen. Ich hasse Frontlader arbeiten. Oh. Du hast das.
Ob Lord gut was geschafft in der Folge war? Lloyd. Weißt du? Nur Kraftstoff. Problem und Leistung ist immer können mal wollen, deswegen heißt es auch LKW. Okay. Mit dieser Erkenntnis, Flor, ne? Ich füge einfach nichts hinzu, sonst diskutieren wir leider die nächsten 20 Minuten, ne? Das ist. Können wir gerne nächste Woche nochmal aufgreifen, das Thema. Für den Moment sind wir schon wieder fertig, liebe Leute. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Steine sammeln, Mulchen, Walzen etc. pp. Sagt. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns, hören wir uns am Freitag bei einer neuen Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.